Liebe Freunde des Würzburger Mozartfestes, mein Name ist Rudolf Hagen. Ich bin der Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Würzburger Universitätsklinikum. Dem Mozartfest bin ich seit 40 Jahren verbunden. Als Gesangsstudenten nahmen meine Frau und ich aktiv teil. Gerne erinnern wir uns an die besondere Atmosphäre, wenn man im Garten der Residenz vor einem fachkundigen und begeisternden Publikum musizieren darf. Mein Berufsweg hat mich dann in die Medizin geführt. Als ausgebildeter Sänger fiel meine Fachwahl natürlich auf die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, die sich neben vielen Sinneswahrnehmungen wie Hören, Riechen oder Schmecken auch mit der Stimme sehr intensiv auseinandersetzt. Der Ausbruch der Corona-Pandemie mit den einschneidenden Folgen für Kunst und Kultur hat viele in wirtschaftliche und seelische Bedrängnis gebracht. Über die digitalen Medien wird versucht, einen gewissen Ausgleich zu schaffen, aber wir alle wissen und spüren täglich, eine direkte Begegnung zwischen Künstler und Publikum ist durch nichts zu ersetzen. Als Mediziner, der sich täglich mit der Pandemie auseinandersetzen muss, wie auch als ausgebildeter Sänger und Musikliebhaber, sehne ich wie Sie alle den Tag herbei, an dem die erfolgreiche Behandlung des Virusgeschehens ein dauerhaftes Ende der Einschränkungen ermöglicht. Der jetzige Wegfall der direkten Begegnung im Bereich von Kunst und Kultur hat uns aber auch gezeigt, welche essentielle Rolle dieser Bereich in unserem Leben spielt. Möge er bald in der gewohnten Form zurückkehren. Ihnen allen Gesundheit, Optimismus und die Zuversicht auf ein baldiges Wiedersehen in Konzertsälen und Kunststätten. Ihr Rudolf Hagen.